Ja, läuft. So, denn wenn wir jetzt drehen, ist ja absolute Ruhe! So, hallo, herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Mein kleiner Bruder ist auch dabei, wie ihr eben gehört habt. Willst du dich vorstellen? Soll ich dich vorstellen? Ja, hallo, da bin ich. Hallo, da bin ich. So, wundert euch übrigens nicht, ich habe hier so einen leichten Kratzer auf der Nase. Guck mal. Der Stefan und ich, wir haben uns eben so ein bisschen in die Wolle gekriegt. Nein, ganz im Ernst, wir haben was Feines vorbereitet. Und zwar habe ich gebeten, den heutigen Tag, dass meine Mutter sich ein bisschen Zeit für uns nimmt. Also für Matthias und für mich. Was meine Mutter noch nicht weiß, ist, dass wir zu Matthias fahren und ihn abholen. Was Matthias noch nicht weiß, ist, dass wir meine Mutter mitbringen. Meine Mutter heißt übrigens Rosspeedy, nur zur Info. Und was Matthias und meine Mutter noch nicht wissen, ist, dass meine Mutter uns beide fährt. Und das Witzigste an der ganzen Sache ist, wir fahren heute mit dem Panamera und meine Mutter ist noch nie Porsche gefahren. Und das werden wir hier festhalten. Ich hoffe, das wird sehr amüsant. Bis gleich. So Leute, ich warte mal wieder auf meinen guten Freund. Oder sollte ich lieber sagen Kollegen, Axel Stein. Ja, wir sind am Rhein verabredet. Der Rhein hat Hochwasser. Und ratet mal, wer noch nicht da ist. Der Axel. Ja. Das Komische ist auch, dass er so ein bisschen rumgedruckst hat. So, ja, was machen wir denn und so. Er wusste noch nicht so genau, mit welchem Auto er kommt und was wir vor allen Dingen machen. Hat er mir nicht verraten. Normalerweise ist er immer derjenige, der sagt, ja, aber Matthias, sag mir doch mal, was wir machen, weil ich weiß ja nicht, worauf ich mich vorbereiten soll und so weiter und so fort. Jetzt ist er derjenige, der nichts verraten will. Keine Ahnung, warum. Wir warten einfach auf ihn. So, willkommen zurück. Ich möchte euch jetzt jemanden vorstellen, und zwar jemanden, den ich ganz gut kenne. Das ist Rosspeedy, meine Mama, meine kleine Mama. Hallo. So. Na, wie geht's dir? Mir geht's immer gut. Wenn du mich siehst, ne? Auch. Klar. Ja. Wir werden heute den Matthias abholen. Den Matthias, magst du den? Mag ich sehr. Freue ich mich drauf. Ich weiß, kannst du ruhig sagen. Magst du den? Ja, klar, ich kenne ihn da auch schon. Sonst hast du mir immer gesagt, du magst den nicht so. Oh. Nein, ich weiß. Pass auf, wir holen heute den Matthias ab. Und du weißt ja, ich bin ja so ein Autoklaus und wir machen ja auf unserem YouTube-Kanal Kanal viel mit Autos. Mhm. Soll ich dir mal mein neues Auto zeigen? Ja, gerne. Geil, ne? Weißt du, was das für ein Auto ist? Porsche? Ein Porsche, richtig, ja. Okay. Ja, meine Mama kennt sich nicht so aus mit Autos, ist aber auch nicht so schlimm. Er hat eher so viel Ahnung wie der Matthias ungefähr. Dann komm mal rein in die gute Stube. Anschnallen, genau. Ist ja wie im Wohnzimmer. Wie im Wohnzimmer, ne? Und wie findest du das so jetzt hier so schön. Optisch? Sehr schön. Ja, ne? So, jetzt fahren wir mal ganz entspannt los. Du musst wirklich keine Angst haben. Ich fahre wirklich ganz vorsichtig. So, jetzt pass mal auf. Das ist ja der Panamera E-Hybrid, nennt er sich. Hast du irgendeine Ahnung, was ein Hybridfahrzeug ist? Ich denke mal elektrisch. Genau, elektrisch. Also, viel zu leise. Ja, jetzt ist der quasi im Elektromodus. Also aha. Ich habe zwar quasi Hybrid, heißt, dass ich zwei Motoren habe, zwei Antriebe. Ich habe einmal einen Verbrennermotor, also ein V6 Biturbo nennt sich das, also mit Benzin. Und dann habe ich noch so einen Elektromotor zur Unterstützung. Das ist halt, und der, ich kann jetzt hier in den einzelnen Modi, kann ich dann ändern, ob der entweder Elektro fährt oder auf Verbrennermotor. Kannst du halt einfach umstellen, ich während des Fahrens. Ja, genau. Guck mal, hier vorne ist die Tankanzeige von dem Elektromotor. Siehst du das? Mhm. Und da oben ist die Anzeige von dem Benzintank quasi. Mhm. Und jetzt kann ich hier auf Hybridmodus stellen quasi. Und jetzt entscheidet das Fahrzeug selber, wenn ich losfahre, je nachdem wie ich Gas gebe oder ob wir hoch oder runter fahren, ob es gerade effektiver ist, dass man im Elektromodus oder im Benzinmodus fährt. Das finde ich super. Ja, ne? Das ist ganz cool. So für die Stadt gerade, ja. Dass man einfach mal nur rein elektrisch fährt. Aber wie lädt sich das denn dann auf? Ja, da gibt es doch, also entweder kann ich das an so einer Steckdose quasi laden oder an den Elektrozapfsäulen. Oder ich kann hier auch sowas mit Energierückgewinnung, kann ich auch arbeiten quasi. Dann fahre ich hier im Sport-Plus-Modus und dann läuft der über den Verbrennermotor und dann laden sich die Akkus automatisch immer wieder auf. Wahnsinn. Ja, ne? Du liebst doch eigentlich immer so einen lauten Motor. So richtig, wo was verbrannt wird, meinst du? Ja. Ja?
Ja. Ja, da wird Greta sich gerade freuen, wenn ich sowas sage. Aber du hast recht, ich kann ja nicht weglaufen von meiner Leidenschaft. Ne? Also wenn ich wirklich, du kannst es bestätigen jetzt, ne, unseren Zuschauern, wie lange interessiere ich mich schon für Autos? Ganze Leben lang. Mein ganzes Leben lang. Seitdem ich Kind war, habe ich gesagt, ich will einen Führerschein haben, ich will Auto fahren. Und du hast immer gesagt, ich möchte einen Porsche. Genau. So. Du konntest gerade laufen und hast immer jeden Porsche nachgeguckt. Genau. Ja. Ich konnte noch nicht sprechen, ich konnte keine Farben, aber ich wusste, was das für ein Auto war. Ja. Ja. So, und jetzt guck mal hier, wenn ich jetzt hier das umstelle quasi. Ah, ist direkt laut, ja. Mhm. Dann kann ich quasi den Verbrennermotor einschalten und ja. Wir fahren dann nur über Verbrennermotor. Hey! Da kann ich nichts für. Das Auto ist ganz schön zickig. Was ist das schnellste Auto, was du mal gefahren bist? Wie hieß das nochmal? Tja. Ja, sag mal. BMW. Mercedes, nein. Audi, VW, Ferrari, Lamborghini. Ferrari. Du bist in Ferrari gefahren? Ja, ja, den hattest du mal. Ja, und immer auf Porsche. Moment, Moment, Moment. Du bist mal mitgefahren? Ja, mitgefahren. Ja, das war mal nicht die Frage. Ja, du hast gesagt, welches ich gefahren bin. Nee, ich wollte wissen, welches das schnellste Auto ist, was du selber gefahren hast. Polo. VW Polo. Also ähnlich wie Matthias Malmedy. Der ist, glaube ich, auch. Das höchste seiner Gefühle ist, glaube ich, ein Polo. Okay. Wir holen gleich mal den Matthias ab und dann überlegen wir uns noch eine Kleinigkeit. Was ist das Schnellste, was du je gefahren bist? Selber gefahren bist? Selber? 60, und, 70. Nee, doch mal 180. 180? Ja. Mit dem Polo? Ja, bist du auch mitgefahren. Oh, Hilfe! Weißt du, was aber das Schlimmste an der Porsche ist? Das sind die Bremsen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so ein schlechter Beifahrer bin. Das habe ich nämlich von dir. Und vom Sound her? Der hört sich gut an, aber da brauche ich nicht. Ich brauche... Oh nein. Wird dir schlecht? Nein. Musst du brechen? Nein. Ah, jetzt kommt er. Jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kommt er. Da hinten, da kommt er. Wer sitzt denn da drinnen? Hallo Alexo! Oh, hier guck mal, Ton! Guck mal! Hallo! Hübsches ja. Ding! Lange nicht gesehen! Ja, zum Glück! Whitey White ist am Start! Nein, du musst da stehen bleiben, Otto! Weil man dann sieht, dass du einen weißen Pulli mit einem weißen Auto hast! Warum denn nicht? Ja, sieht super aus, ja. Aber! Wen hast du denn jetzt mitgebracht, außer hey. Deinem Panamero? Ich hab meinen Panamero mitgebracht und ich sage immer Pornomera! Komm her! Warte. Komm mal hier. Hallo. Wen ich hier mitgebracht habe. Hi. Guten Tag. Yes. Da? Hallo. Hi. Stein. Das ist aber wirklich schön. Hi. Wie geht's? Gut. Wir haben uns ewig nicht gesehen, ne? Ja. Ja. Das hat aber eine schöne Überraschung. Das hat aber auch einen Grund. Ja? Ja. Weil deine Mama mich nicht mag, oder was? Ja, nee, doch. Du wirst lachen. Meine Mama ist eine der wenigen Menschen, die dich mögen. Siehst du? Ja. Ja. Also du wusstest nicht, dass ich meine Mama jetzt mitbringe, ne? Nein. Und ich habe jetzt eine ganz tolle Überraschung. Wir beide haben ja jetzt einen Termin. Ich habe mir überlegt, meine Mama fährt uns zum Termin. Ah! Aber nicht mit dem Porsche. Doch. Meine Mama ist nämlich noch nie Porsche gefahren. Und ach so. Das schnellste Auto, was sie jemals gefahren hat, ist ein Polo. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja. So sieht's aus. Ja, komm, dann bring deine Mama mal zur Tür, würde ich sagen. Ja. Und dann los geht's. Wir beide hocken uns hinten rein. Meine Mama fährt uns. Und der Stefan, den nehmen wir auch noch mit. Fährt der dann überhaupt noch? Ja, Stefan, mitkommen. Ich hab die Reifen rechts extra hart aufgebracht. Jetzt bin ich gespannt. Sitzt nicht rein. Nein. So, hier ist der Schlüssel. Okay. Ich kann nicht mehr fahren. Hier, da ist der Schlüssel. Nein. Was ist? So.
Dann zeig doch mal bitte. Das ist mein Haustürschlüssel übrigens. Aber jetzt check doch mal bitte den Schlüssel ran, dann lassen wir langsam losfahren, weil wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Matthias, schneidest du dich bitte an, ja, weil das könnte, glaube ich, etwas holprig werden. Ja. Hat der eigentlich Sitzheizung hinten? Müssen wir gleich mal gucken. Ich habe hinten noch nichts gegessen. Ich steck erstmal den Schlüssel rein. Wie? Wo macht man ja normalerweise ein Auto an? Das ist aber anders beim Porsche. Ach, was weiß ich. Nein, du weißt, du musst hier einfach nur zweimal in die Hände klatschen. Klatsch mal bitte in die Hände und sag Hallo. Hallo! Ja, nur fahr doch auch. Okay. Oh. Was du noch nicht weißt, der hat Keyless Go, ne? Also das heißt, schlüsselloses Fahren, du brauchst den nirgendwo reinstecken. Leg den einfach hier vorne rein. Genau. So. Und jetzt stellst du dir, glaube ich, erstmal den Sitz ein. Ja, wie geht das denn? Och, Kinder. Der ist links, verstanden, links an dem Sitz. Jetzt kannst du ja nicht deine Mutter so auflaufen lassen. Ja, ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Schieber. Da links, links an dem Sitz ist so ein Schieber. So ein kleines, so ein kleiner Nupsi. Wenn sie den nach vorne schiebt. Ja. Genau. Ah, ja, ja, ja. Merkst du? So. Nee, der geht nicht nach vorne. Ja, ja, aber erstmal schon mal nach oben. Das ist ja schon mal gut. Schieben Sie den mal nach vorne, den Sie gerade nach oben gezogen haben, den schieben Sie mal nach vorne. Nach vorne. Ja, 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 ja. Aber kannst du noch ein Stückchen nach vorne, weil ich habe hier kaum Platz. 40 cm Beinfreiheit, Alter. Ja. Kommen Sie denn jetzt an das Pedal dran? Ja, ich bin zu weit nach vorne. Jetzt an das Pedal. Warte. Das Pedal. Pass auf, du weißt ja, in der Mitte ist Bremse, ne? Ach so, deswegen keine Kupplung. Oh, Kinder. Hüpfe. Genau. Da ist der linke Knopf ist für den linken Spiegel. Hier. Mhm. Was ist das? Ja, das war der Kofferraum. Ich mach mal den Kofferraum kurz zu, weil ich glaube, den brauchen wir nicht. Oh, was macht ihr nur mit mir? So, Mama. So, und hier die Knöpfe links. Guck mal. Hier, das ist der Spiegel links und das ist der Spiegel rechts. Und damit kannst du den Höhen und Seiten verstellen. Ach so. Ja, drückst du drauf. Tut sich hier nichts. Hast du eigentlich genug Platz da? Okay. Mama, tut sich nichts. So, hast du den Spiegel eingestellt? Nee, da tut sich nichts. Ah, jetzt tut sich was. Jetzt tut sich was. Könnte aber auch... Ja, ich Spiegel besser anklappen. Das ist eine gute Idee. Oh, der fährt. Ja, bitte schnell dich an. Guck mal, jetzt kannst du das Rädchen noch drehen. Dreh das mal bitte auf Hybrid, also auf H. Welches? Was da? Ja, auf rechts. Einen nach rechts drehen. Oh, der ist doch rechts von links hier. Ja, dann lassen wir den noch ein bisschen vor. Und jetzt geht er wieder von alleine weiter. Jetzt fährt er automatisch weiter, ja. So. Weil das Automatik ist, deswegen. Also ich will ihm mal Gas geben. Ja, ja, dann gib doch mal Gas, weil mit 2 km/h hier... Das ist auch ein bisschen da zu lange. Kommen wir nicht an. Da kommt, glaube ich, gleich die Polizei. Ja. Ja. So. Okay. Oh. Und Feuer. Ja, wie denn? Gas, rechts. Kommst du ans Gaspedal? Ja, klar. Dann kann ich das. Los. Und? Super fährt sich der Wagen. Ja, der fährt sich super. Der hat eine super Straßenlage, ne? So. Hey, habt ihr keine Angst? Nee, warum? Nee. Der ist so halb. Ey, Vorsicht! Also ich werde schon sicher. Vorsicht hier rechts, Uhr. Was ist denn? Ja. Ah, gemerkt? Kleiner Bürgersteig, ja, ne? Das kleine Bürgersteig, aber die Felgen sind auch nicht so teuer. So, jetzt latsch schon mal durch, bitte, Mama. Stefan, stell dir mal bitte auf Sport Plus. Vorne. Vorsicht, Schubkarren. Fußgänger. Ach, das ist so komisch, dass man jetzt nur so auf die Bremse treten muss. Wieso ist das denn komisch? Ist doch eigentlich total praktisch. Das ist praktisch, aber das habe ich ja noch nie gemacht. Das ist komisch für mich. Aber, hat aber Geräusch, ne? Ja, ne? Ich sehe schon die Autobahn. Wollt ihr nicht lieber aussteigen? Die Frage ist, wenn wir aussteigen, ob sie dann wieder zu uns zurückfinden. Ja, das glaube ich auch. Hast du Angst? Nein, nein. Ich hätte auch Angst.
Oh Mann. Ich finde das schon gut, ne? Magst du den Sound? Uah, aufpassen. Magst du den Sound? Jetzt klar. Sind alle weg. Jetzt können sie mal drauflatschen. Geradeaus. Geradeaus. Und Feuer. Feuer. Oh, nee, du musst schon richtig Vollgas. Ich kann noch mich nicht. Drück mal ganz durch. Bitte. Vollgas! Nein. Stefan, drück mal 70. Nein, nein, nein. Also ich fahre ordnungsgemäß. Ja, aber guck mal, hier kann man doch mal ganz kurz... Nein, kann man nicht. Hier steht 70 und dann fahre ich auch 70. Du machst jetzt, die fährt immer 80. Ja, ich bin doch wirklich... Mama, weißt du was? Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Wirklich. Ich bin enttäuscht von meiner Mama. Ja, wirklich. Auf einmal reißt sie dich zusammen und hält sich an die Verkehrsregeln. Das ist das, was du sonst nie machst. Ich krieg keine Protokolle. Weißt du was? Meine Mutter hat ja immer... Stotterbremse. Was habe ich? Nix. Die Stotterbremse ist ganz berühmt bei dir. Die hast du ja, glaube ich, erfunden. Dass ich da mit euch mache, ja echt. Wir können auch gerade ausfahren, da ist noch so krass. Das heißt, also, wenn man kurz vor der Ampel ist und die Ampel auf gelb geht, dann muss man ganz schnell bremsen, damit auch der Hintermann sich nochmal bedankt. Ja, wir haben es hingekriegt. Wir haben es geschafft. Aber ist das denn jetzt schöner als der Polo oder nicht so schön wie der Polo? Ja, natürlich ist er viel, viel, viel besser und größer und alles. Aber ich komme mit meinem Polo gut zurecht. Aber und wir gehen jetzt eintauschen gegen den Polo? Ab, hat sie. Gegen den Ab. Ist mir viel zu teuer. Nee, jetzt mal rein theoretisch. Man, nur vom Fahrspaß. Sie könnten den einfach nur tauschen. Der ist natürlich hier super, klar. Aber würden Sie gerne mit dem jeden Tag fahren? Ja. Ja? Hm. Auch zum Einkaufen? Da ist ja zu schade für. Und ja, und auch zu groß. Mit meinem Abter komme ich in jede Parklücke rein. Ne? Und Feuer. Hm? Ganz viel Gas. Ganz Feuer, Feuer, Feuer. Ja, Vollgas. Das ist auch noch nicht Vollgas, ne? Na, 70. Glaubst du, du bist ganz gut einparken eigentlich? Nee. Mit dem Wagen traue ich mich ja gar nicht einzuparken. Du musst ja eigentlich gar nichts machen. Oh, ein bisschen weiter rechts fahren. Weil die andere Spur ist für jetzt links, ne, oder? Wir können hier auf die Autobahn. Ja, wir fahren mal kurz auf die Autobahn. Warte, links? Links! Um Gottes Willen. Nein, jetzt kannst du da wirklich mal durchlatschen, weil... Nee, der Spiegel ist nicht so richtig. Du musst doch gerade rausfahren. Ja, ich muss aber da wieder rechts rüber. Boah. Wir müssen vor allen Dingen links rüber müssen. Ja, eben. Ich dachte, auf den rechten Spuren darf man gar nicht fahren. Nee, wegen LKWs. Da ist Lava. Hat gestern einer bei mir unter das Insta gepostet. Und Matthias, rechte Spur ist wieder Lava, weil ich auf der Mittelspur ein Foto gemacht habe. Fahre ich euch nicht schnell genug? Nee. Nein. Also echt? Frau Stein, einmal kurz gucken, wie schnell der fährt. Der Stefan sich auch mit auf. Stefan, du bist wieder nur im Hintergrund, ne? Diesmal hast du es wirklich geschafft, dass du wirklich nicht zu sehen bist. Normalerweise sitzt du immer hier hinten. So zumindest der Bauch im Weg. So wie ich jetzt hier sitze und du denkst, man sieht dich nicht. Aber diesmal hast du dich richtig verstanden. Guck mal, da vorne ist unbegrenzt. Stefan, guck mal, ich muss jetzt rechts. Nee, du musst erstmal geradeaus und nicht den wegdrängen. Ich will hier rüber. Ich will hier rüber. Mit so einem schwitzigen Pferd. Du musst ein bisschen weiter links fahren. Weil ich sag, oh. Mir ist heiß. Ich auch. Oh, das Irre ist so traurig. Hilfe. Ich hab Panik gekriegt. Hat schon. Du musst ein bisschen weiter links fahren. Weil ich sag dem Nachbarn schon guten Tag. Auch wenn wir als Kinder mitgefahren sind, ne? Man ist so im Halbschlaf, weil man gerade den ganzen Tag rumgeturnt ist. Und auf einmal, guck mal bitte, ob wir links rüber können! Und wir so, was? Wohin? Ich bin 9! Ich kann das nicht entscheiden. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch beschwert.
mal, ich habe seit meinem 18. Lebensjahr einen Führerschein. Toll, 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 noch nie einen Unfall gemacht. Ernsthaft? Aber wenn ich mit euch jetzt immer so fahre hier, nee, was ihr mit mir macht. Jetzt ist gerade. Jetzt ist richtig gerade. Jetzt ist wirklich gerade. Jetzt Vollgas. Nee, voll, du musst durchdrücken, sonst geht's nicht. Nee, ganz durchdrücken kann ich nicht. Vor mir fehlt ein Auto. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt können wir nochmal drauf. Komm, dem pesen wir jetzt mal so richtig vorbei und dann winken wir mal. Oh. Super! 183. Das neue Rekord. Ja. Ist neuer Rekord? Ja. Ist doch super. Aber du wirkst aber mir ein bisschen zu entspannt gerade. Ja, jetzt fühle ich mich ja auch wohl. Wenn man so ein paar Kilometer gefahren ist. Dann tauschen wir mal. Hier rechts. Nicht. Hier können wir anhalten. Oh. Hier rechts. Hier, hier, rechts auf, hier auf der Spur. Dann gehe ich mal nach vorne. Ja, mach du. Ja. Vorsicht, ah. Weit rechts vor. Ich will erst mal die Tür aufmachen. Warum muss ich jetzt nach vorne? Du willst bestimmt 200 oder 300 fahren. Nein, schneller. Oder? Wovor haben Sie denn die meiste Angst, Frau Stein? Also eigentlich habe ich keine Angst. Nur, ich darf es nicht so weit auffahren. Auch wenn die Bremse. Das ist das Einzige? Ja. Ja? Ja. Okay. Bist du angeschnallt, Mama? Ja. Was kommt denn jetzt wieder auf mich zu? Nix. Nix? Matthias? Ja. Der Wagen, der kippt doch um! Nein, der kippt nicht um. Wow! Ich hab's geahnt! Wow! Nee, Stefan. Oh Gott, ey. Nicht aussteigen. Der Axel übersteigt. Hey, bleibst du bitte jetzt hier? Axel, ich hab wirklich Angst. Du brauchst Angst. Keine Angst haben. Ich will die Reifen qualmen. Also ganz ehrlich, es war, finde ich, sehr, sehr lustig. Fand ich auch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich war trotzdem wirklich überrascht, dass meine Mutter sich irgendwie dann auch zurechtgefunden hat. Ne? Ich dachte mir jetzt, die würde die ganze Zeit so rumjonglieren und ja, irgendwann ist sie ja wirklich so konstant, hat sich echt sicher gefühlt. Ja, hat sie echt gut gemacht. Das spricht ja auch für das Auto, dass da auch jemand mitfahren kann, der normalerweise nur VW abfährt. Ne? Ja. Das mit der Verabschiedung, dass wir jetzt eine Verabschiedung machen, das hat deine Mama noch nicht so richtig verstanden, ne? Rospidi! Wer? Mal bitte zu mir oder zu uns. Wer? Rospidi. Rospidi? Rospidi. Rospidi, vielen Dank. Schön, dass du mitgemacht hast. Das war sehr schön. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Dann hättest du doch mit wärst du nicht mitgekommen. Nee, wäre ich nicht mitgekommen. Aber du hast, dich nicht wirklich ein einziges Mal unsicher gefühlt? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, siehst du. Ich finde es, Stefan, was machst du eigentlich da? Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt alle mal zusammen einen Kaffee trinken und kommen mal wieder runter, oder? Wir haben jetzt erstmal noch einen Termin. Ja? Danach können wir gerne Kaffee trinken. Ja. Ich finde es toll, dass du uns erstmal da so ein bisschen durch die Gegend kutschiert hast. Das war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam für uns. Und vor allem, ich habe ja so oft von dir erzählt, auch mit Matthias. Und schade, dass du dich diesmal zusammengerissen hast. Naja. Trotzdem vielen Dank für deinen Mut und bis bald mal wieder. Wir lassen uns mal was Neues einfallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann können wir uns ja vielleicht trotzdem mal auf der Rennstrecke oder so treffen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Kleines Rennstreckentraining. Noch einen dicken Kuss? Nicht von dir, von dir, Matthias. Ach so! Ciao, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss, Stefan. Ciao. Ciao. Tschüss.
Thank you.